Ja, wir sind die Gruppe Planet B. Das ist von André und mir. Dann kommen wir direkt zu den Problemen und zur Fragestellung. Was hilft uns dabei, die Erde zu retten? In dem Fall des Spiels Bäume pflanzen und Land, Meer, Luft und Weltraum entmüllen. Dann, ja. Als Endprodukt haben wir uns ein Spiel vorgestellt, was 1984 startet und 2684 endet. Im Spiel muss man Müll einsammeln und bekommt dadurch Karma und HelferInnen. Und eine Leiste soll auch zeigen, wie kaputt die Erde ist. So haben wir uns das Spiel ungefähr vorgestellt, mit einer Stadt oben rechts und Seen und so, und dass man auch dort rumlaufen kann und dann Flaschen einsammelt. Zum Programmieren haben wir Scratch genommen und zum Zeichnen Excalibur, aber auch Scratch. Wir haben auch ja, das haben wir. Hier sehen wir nochmal eine Live-Demo. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, aber aha. Ja, da sieht man den Besen. Das ist der Hauptcharakter. Der Besen muss Plastikflaschen einsammeln. Eine Plastikflasche wird dann zu einem Karma-Punkt. Und wenn man auf dem Wasser ist, dann muss man Mülltüten einsammeln, die geben dann auch nochmal wieder Karma. Und wie man es gesehen hat, haben wir zwei verschiedene Figuren gemacht. Eins auf dem Wasser und eins, also ein Boot mit einem Netz vorne dran fürs Wasser und sonst ein Wesen. Dann wollten wir das noch so machen, dass bei allen 50 Karma-Punkten das Jahrhundert gewechselt wird. Das ist jetzt aber auch nicht so einfach gewesen, deswegen haben wir das jetzt auch nochmal als spätere Ideen. Die Plastikflaschen verschwinden, wenn sie berührt werden und tauchen dann eine kurze Zeit später auf einem anderen Punkt irgendwo wieder auf. Ja. So, dann Ausblicke und offene Punkte. Wir wollen natürlich noch spätere, also weitere Level machen. Dafür bräuchten wir noch angepasste Hintergründe. Also jetzt tatsächlich vielleicht auch eine richtige Stadt, nicht nur, dass man sie nur rechts oben sieht. Dann auch noch vielleicht mehrere Handlungsmöglichkeiten, dass man vielleicht auch Bäume pflanzen kann, um die Welt zu retten. Dann wollten wir noch mehr Feinde in das Spiel reinprogrammieren. Feinde in dem Sinne, dass sie auch aktiv was gegen einen unternehmen, nicht nur wie die Plastikflaschen, die einfach nur rumliegen. Als Feinde hätten wir dann zum Beispiel einen Multimilliardär uns ausgedacht, der uns dann versucht, uns aufzuhalten mit seinen kleinen Lakaien.